Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, wo wir hier bei den Söldnern rumstaxeln und von nichts eine Ahnung haben, weil wir voll mega schlecht sind. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir wirklich noch zur Energie kommen sollen. Ich will eigentlich auch nicht zu den Banditen gehen, bevor ich nicht die Sache mit den Schätzen geregelt habe. Aber ich krieg die beiden Lurker nicht weg. Weil ich nicht gut genug bin, denke ich. Man könnte es auf den Versuch ankommen lassen. Ich meine, ich habe ja gerade gespeichert. Oh, nein. Da bist du ja wieder. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal bei dir hast. Nimm deine dreckigen Pfoten weg. So. Scheinbar ist diesmal bei dir ein bisschen mehr zu holen. Ich will das nicht. Okay, Sentenza, du willst tanzen? Oh. Der ist immer noch da, sehr gut. Ich habe da nämlich so eine kleine Idee, wie wir mit dem aufräumen. Das war noch schon vorher. Hä, dein Ernst? Das hab ich früher auch immer. Jetzt krieg ich dich! Oh, vollständige Regeneration? Kann ich nicht rein theoretisch? Komm schon, ich habe keine Zeit für sowas. Mann, Sentenza, komm nochmal zurück, bitte. Ich drauf verlassen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das ist doch alles gut. Als ob der das nicht mitgekriegt hat. Jetzt krieg ich dich. Das ist ja auch der Plan der Sache. Ich will dich irgendwie hierher locken. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Da kann man sich nicht drauf. Ein Kampf. Ja. Wow. Wieso kann der das? Der Sentenza zieht euch mal rein, was der aushält. Das ist kein Geheimnis. Der Junge. Das wird. Ich muss das irgendwie schaffen, den Kleinen zu kriegen. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Also auf die Art schon mal gar nicht, wie es aussieht. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders als wir. Mann, meine ganzen schönen Tränke gehen hier für den Arsch drauf, aber ich krieg den nicht klein, das kann ich vergessen. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Einzige, was mir helfen würde, wären kritische Treffer. Jetzt krieg ich dich! Ich erzähl dir doch nichts. Da
wisst ihr was, wir machen es anders. Wir machen es anders. Ich ergebe mich meiner Situation, ich krieg den nicht klein. Wir machen das jetzt auf eine andere Art und Weise. Wir geben ihm, was er will. Ich lasse mein Gold fallen hier. Ich lege das irgendwo hin, wo es nicht ins Wasser rutscht, damit ich es auch schön wiederbekomme. Und dann soll der sehen, was er davon hat. Wenn er mich halt umhauen muss, dann muss er es halt machen. Ich hatte ja gehofft, wir kriegen den doch ein bisschen. Jetzt kriege ich dich. Kannst gerne nachgucken, ja, ich hab nie nichts. Wieder mich anzugreifen. Noch nicht mal Gold. Tuff. So, ist damit die Sache jetzt vom Tisch? Ich hoff's. Ich hab nämlich da echt keinen Bock drauf. Du jämmerliches Arschloch. Immer schön auf die Schwachen gehen, weißt du? Kann ich nicht nachvollziehen. Mach ich zwar genauso, aber was soll's. So. Fisch her. Ja, der bringt aber wenig. Aber nicht ein bisschen was. Aber wir haben ja hier noch Pilze. Die können wir auch gleich noch mit verbrauchen. So reicht mir erstmal her mit meinem Gold. Das will ich erstmal wieder sicher wissen. Ja, sind Tänzer, gegen den schaffen wir überhaupt nichts. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wo ist mein Gold? Jetzt ernsthaft, wo ist mein fucking Gold? Irgendwann muss das hier so kommen. Ist das gerutscht? Wo ist denn mein Gold? Ich hab das doch extra hier hingeschmissen. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, alter Schwede. Boah, da habe ich jetzt aber Muffensausen gekriegt. Ein Tausender einfach mal versemmelt, das wäre es jetzt gewesen. So, damit ist das Problem Sentenza hoffentlich erstmal vom Tisch. Vielleicht können wir damit auch die Quest beenden mit dem, dass man sich mit drei Leuten anlegen muss. Wir haben den zwar nicht zu Boden geschickt, aber vielleicht genügten das ja, dass wir überhaupt gegen den gekämpft haben. Weil anders weiß ich jetzt auch nicht, wie wir hier noch an Erfahrung kommen sollen. Wir können auf jeden Fall mal zum Kurt gehen. Die Sache mit der Prüfung dürfte vorbei sein. Oh! Kommt denn ihr her? Ihr wart doch vorher nicht da. Da muss ich mich ja glatt ein bisschen vorbereiten, wa? Wenn es hier schon mal gratis Erfahrung gibt, bin ich natürlich dabei. Ja, aber wir hatten hier doch geguckt, oder nicht? Ich bin verwirrt, dass hier noch Biester sind. Ich dachte, wir hätten hier uns alle gekackt. Nächster, bitte. Meine Erfahrung, geh mal weg. Versucht er mir hier schon wieder die Erfahrung spenstig zu machen, wisst ihr? Da krieg ich schon wieder einen Hals. Geh weg. Ist verdammt nochmal meine. Jetzt stirb halt, meine Herren. Immer rein damit. Reicht mir erstmal. So, was haben wir jetzt noch? Hier dürften ja eigentlich auch keine Biester mehr rumrennen. Hier waren wir ja schon arg beschäftigt. Aber das ist schön, da haben wir nochmal ein bisschen Zusatzerfahrungspunkte gekriegt. Wie viel bräuchten wir noch? Ach du Heilige, hätte ich bloß nicht nachgeschaut. Hemf, denke ich mir da nur.
Hallo Master Kurt. Hey, du. Ah, ich habe noch eine andere Idee, wie wir an Erfahrung kommen. Wir kriegen das alles noch geregelt. Ich will Söldner werden. Bist du mittlerweile besser geworden? Wie sieht's mit... Naja. Und wie? Ich werde bestimmt... Das heißt, mit jeder Söldner muss... Solange du nicht... Ich dachte, du hättest dich vielleicht um die Questreihe inzwischen gekümmert. Zieh die Waffe nicht so. Da krieg ich Angst. Na gut, hier kommen wir jetzt an der Stelle erstmal, wie gesagt, nicht weiter. Da würde ich sagen, wir gehen zurück Richtung Stadt und schließen uns dem Laris auf seiner Reise an. Weil der führt uns dann ziemlich weit übers Land nochmal, da kriegen wir viel Erfahrung rein. Und haben halt vor allem Beschützer bei uns. Weil so wie ich aktuell drauf bin, reiße ich hier überhaupt nichts. Welches Level bin ich denn überhaupt? Ich bin ja auch gerade mal Stufe 8, ne? Ne, wir gehen ganz gemütlich jetzt Richtung Stadt zurück. Wir widmen uns erstmal anderen Aufgaben. Und kommen hier später wieder her. Wenn wir ein bisschen mehr auf der Pfanne haben. Zack. So machen wir das. Das klingt nach einem Plan. Weil es bringt auch nichts, wenn wir jetzt sagen, wir scheißen drauf und schließen uns jetzt der Miliz an. Weil erstens würde ich die Erfahrung für die Questreihe gerne noch mitnehmen. Und zweitens bringt es uns auch nichts, wenn wir weiter im Spiel machen und dabei noch ein Lauch sind. Und früher oder später müssen wir ja sowieso mit dem Laris diesen Weg gehen. Von daher können wir das auch ruhig schon mal machen. Da haben wir einen Begleiter dabei, der uns hilft, an Erfahrung zu kommen. Was ja nicht das Schlechteste ist. Und ich brauche wirklich noch einige Level aktuell. Ich komme ja nicht mal gegen Lurker an, das ist ja das Schlimme. Ich muss wenigstens Lurker besiegen können, um in der Welt jetzt hier erstmal so halbwegs bestehen zu können, sage ich mal. Von daher ab zurück zur Stadt. Ruhe ist. Weil wir könnten zwar auch selber noch irgendwas unternehmen und hier hingehen und da hingehen und hast du nicht gesehen, aber... Das wäre mir auch ein bisschen zu gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn eigentlich mit Ringzeug? Habe ich meinen Ring wieder? Ja, alles wieder da, alles gut. Oh, die Banditen hier oben, die sind bestimmt auch heftig. Gegen die traue ich mich auch nicht zu kämpfen. Also haben wir auch da jetzt keine Quest offen, die uns hilft. Hinter dem Hof hier, kann man da noch was sagen? Naja, da sind eigentlich auch relativ heftige Biester mit am Start. Vermaledeit, ich bin einfach ein Lauch. Aber hier unten in dem Tal hier bei der Stadt zum Beispiel, gab es ja noch Feldräuber. Soweit ich mich erinnere, die könnten wir uns zum Beispiel einverleiben. Das wäre eine gute Sache. Und vielleicht sind wir ja auch stark genug, dass wir im Hafenviertel uns noch ein bisschen prügeln können. Da winkt auch wieder satte Erfahrung. Und dann wird das was Stück für Stück. Ich will nur gerade mal meine Armbrust ausrüsten. Damit wir wenigstens irgendwas haben, um ein bisschen auf die Ferne zielen zu können. Was sagt denn so der erste Überblick? Nichts weiter, bin ich zu weit weg, um was anzuvisieren. Schade. So, Treppe, hilf mir. Aber... Weil bei solchen Wäldern passe ich auch immer auf. Man weiß nie, was sich hier noch rumtreibt. Bisher sehe ich nur Feldräuber. Was ist weiter hinten? Wie es aussieht, erstmal nichts. Das ist gut. Alles Feldräuber hier, hä? Wir gehen mal hier noch ein Stück außen rum und gucken mal, was hier los ist. Da hinten ist eine Höhle. Waage, da gehen wir nicht hin. Gut, dann halten wir uns erstmal hier vorne an die Feldräuber. Hier hinten ist Waaggebiet, aber hier vorne sind überall Feldräuber. Da sehe ich eigentlich kein Problem. Thank you.
brauche sofort einen Heili. Oh, da sind noch mehr. So. Auch da unten natürlich noch Feldräuber. Was ist denn das hier für ein lustiger Teich? Ein kleines Wasserloch. Komm her. Na komm, mein Kleiner. Ja komm, ganz ein artiges Insekt. Rieseninsekt. Nächster. So, jetzt nochmal die Heiltränke reinsübbeln. Die gehen mir langsam ganz schön aus, aber was soll's. Jetzt dürfte es ja eigentlich nur noch einer von den Viehdingern sein hier. Einer von den Käfern. Den holen wir uns ab. Ein kritischer Treffer war wohl zu viel verlangt hier für den letzten Käfer, wa? Weißt du? So. Heilkräuter sind doch schon mal schön. Noch mehr Heilkräuter. Irgendwo hier ging es doch auch so ein bisschen nach oben, wo noch lustiges Gemüse stand. Ich glaube, das war hier irgendwie. Komme ich hier hoch? Irgendwo? Geht das? Nee. Eher nicht so. Aber hier. Hier komme ich hoch. Ich glaube, hier gab es noch irgendwie Feuernesseln en masse oder so. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ah, da sind Pflanzen. Was haben wir hier? Heilkraut. Okay, geht auch. Nehme ich alles gerne mit. Hier kommen wir jetzt hoch zum Bauernhof, wie es aussieht. Oder auch nicht. Das ist dann doch ein bisschen zu hoch. Na, wirst du wohl. Ja, dann gehen wir eben doch außen rum, meine Güte. Gib mir mal die Armbrust. Man weiß nicht, ob hier noch irgendwo was rumstachselt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit sowas. Man will den Tag überleben. Versteht er? Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie Sumpfkraut. Genau. So, und jetzt nichts mehr. Ach ja, oder was? Wie sieht's mit der Erfahrung überhaupt aus? Na, wir kommen doch schon langsam wieder in Level-Up-Ebenen. Das ist doch nicht schlecht. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nicht viel. Ich gehe hier gerade den Graben lang, aber sieht nicht aus, als wäre hier was. Ich weiß halt nicht, ob wir es wagen wollen, noch ein Stück den Weg hochzugehen Richtung Leuchtturm. Das wäre natürlich noch eine Option jetzt, ne? Dass man da oben noch irgendwie was findet, was man umhäckseln kann. Aber nicht noch irgendwelche Bären. Ich habe hier noch eine Wurzel, schieb die mal rein. Aber ich weiß nicht, was da oben noch an Viehzeug lauert. Da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, wenn wir da lang gehen. Oh, gib das her. Aber wir gehen mal noch ein paar Schritte hier hoch und gucken mal. Lunschen mal ein bisschen um die Ecken. Weil da oben, da ist auch ein großes Waldstück. Das ist quasi die andere Seite, wie wir jetzt von Arkhiels Hof hinkommen würden.
Aber ich weiß halt eben nicht, ob das so schlau ist, sich hier hoch zu wagen. Da könnten auch schon wieder ganz schöne Biester überall rumhängen, versteht ihr? Wir haben ja erstmal einen Keiler. Ja, natürlich. Scavenger sehe ich auch auf Anhieb. Die sind ja aber nicht weiter schlimm. Boah, nicht auf die Halunken zielen. So. Weil den Halunken hier am Leuchtturm sind wir auf jeden Fall nicht gewachsen. Nichts zu finden. Das kann ich aus dem Stegreif sagen, Freunde. Weiter oben müssen wir aufpassen, was da oben ist. Ich weiß, dass ich da auf eine bestimmte Viehart treffe. Aber was vorher kommt, weiß ich nicht. Zum Beispiel Scavenger, die würde ich natürlich mir gerne holen wollen. Aber wisst ihr was? Beim nächsten Mal erst. Macht's gut. Das ging jetzt schnell, was? Überraschung, ey. Damit habt ihr nicht gerechnet.